Mit Hilfe von kopfgestellten Pyramiden, Regenschirmkonstruktionen und sonstigen Utensilien gingen 22 Aerofighter ins Rennen. Ziel, das Ei sollte unbescholten unten ankommen. Die Challenge heute ist, dass man von dem 15 Meter hohen Kran ein Ei, ein rohes Ei mit einer selbstgebastelten Konstruktion hier auf das Podest bringt und das heil auf dem Boden liegt. Die akademischen Bastler, Nachwuchsphysiker und Ei-Junkies haben dafür stundenlange Basteleinheiten in Kauf genommen. Das ist der Rotor, genau, der dreht sich, durch das wird es bremst und da unten kommt dann das Ei rein. Und wenn es aufkommt, fällt es raus, wird da dämpft und liegt dann da. Ja, das ist eine Spezialflüssigkeit, mit der versucht man, unser Ei einzubetten und das sollte noch einen ganzen Stoß aufnehmen und unser Ohr soll es überleben. Und da haben wir eine kleine Vorrichtung, dass wir die gewünschte Zielgeschwindigkeit noch unten erreichen. Kann man sowas überhaupt ausprobieren vorab? Wir haben das nicht ausprobiert, wir haben das jetzt kurzfristig da gebastelt, aber wir sind sehr zuversichtlich, dass das funktionieren wird. Wo kommt das Ei rein und wo soll es dann geschützt sein? Also das Ei kommt da rein und da ist dann auch geschützt in dem Becher, weil es fliegt dort hoffentlich nirgends auf. Und also das Ei wird hier in den Styroporvorrichtung eingebaut, ja, und wird durch das Latex-Utensil gedämpft beim Aufprall und funktionieren wird, weil es, ja, es funktioniert einfach, ja, also ganz sicher sogar. Habt ihr das einmal irgendwie geübt? Ja, vor 2 Jahren haben wir das schon mal bei einer Red Bull Gravity Challenge ausprobiert. Es hat damals nicht funktioniert, weil es eben gegen den Hubsteiger gefallen ist, also nicht zu weit weg. Und ein paar Modifikationen haben wir eben an dem Gerät jetzt vorgenommen, dass es besser funktioniert. Der erste Versuch war gleichzeitig auch der letzte. In 5 von 22 Fällen zerschellte das Ei nach 15 Metern Tiefflug. Und noch wird jetzt bewertet bei dieser Challenge? Also einerseits einmal nach Landung, also überlebt das Ei bzw. schafft es das Ei, dass er dann am Boden berührt, ist natürlich eine Runde schwieriger. Und dann natürlich mit Hilfe der Jury, die einfach Punktevergabe von 0 bis 6 hat, wo dann der Durchschnitt gezogen wird und das einfach die beste, kreative, schönste, beste Show einfach dann gewinnt bzw. dann auch die Landung mit einbezogen wird. 5 Teams haben es geschafft, das Ei trotz Erdanziehungskraft heil am Boden ankommen zu lassen. Am Ende des Tages sicherte sich das Team Biberbrüder den Sieg.